Ausmaßen umschlagen konnte. Schrei ich mal ein Film hier! Und ein Film mal, schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht! Leck mich doch am Arsch weg! Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue! Was? Diesmal schlage ich in die Fresse, darauf kannst du dich verlassen, du! Diesmal sitze ich in dem Kostüm in deiner scheiß Karre in Holland! Mach zu, mach zu! Trau dir nur! Diesmal schlage ich zusammen, trau du! Trau dir nur! Wenn du zu frech wirst! Trau dir dieser nur. Streit hier, nebenbei mitgefilmt, betraf den verdienstvollen Produktionsleiter Walter Sachser. Zufälligerweise war ich einmal nicht gemeint. Euer Gewichse mit eurer Freundschaft! Ich möchte deinen Dreck! Wir brauchen einen Fotografen! Verstehst du? Na, mach doch deinen Scheiß! Der Anlass war vollkommen nichtig und ich selbst griff erst gar nicht ein, weil Kinski im Vergleich zu anderen Ausbrüchen eher milde wirkte. Mach deine eigenen Sachen! Hast genug zu tun! Ich arbeitete einfach am Aufbau der nächsten Szene weiter. Friss, von jetzt kriegst du überhaupt nichts mehr zu... Ja, du musst ja nicht pressen. Du musst es ja nicht pressen. Friss, was du willst. Das ist ja schlimmer wie ein Zuchthauswärter, du Arschloch! Du willst mir bestimmt mal nichts zu fressen kriegen? Das werden wir erleben. Das, nichts das, mehr. Das, oh, nichts sein Geisteskranker. So glücklich, sein Geisteskranker. Komm, schaff den weg hier, diese Scheiße hier. Kriegst du nichts mehr zu fressen? Kannst du deine eigene Scheiße fressen? Na. Der muss ins Irrenhaus. Ein Wahnsinniger, sagst du mich richtig selbst. Das folgt dieser Idiot. Du bist der wahnsinnig, Mensch. Hier muss man nicht mehr die Fresse, die muss man einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Voll Idiot. Dann pass mal auf, du, ich mache Wirbel in Amerika, pass mal auf, du. Ich sage noch nicht zu Ende, dumme Sau. Hast du so ein Arschloch? Hey, Lucky, so ein Arschloch ist verantwortlich für deine Produktion? Mir zu sagen, überhaupt nichts, aber überhaupt nichts. Existierst du überhaupt nicht für mich. Nimmst es, wie du willst, aber ich sag, du sollst dich bitte benehmen wie ein Mensch hier, ja? Das ist ungeheuerlich. Und nicht drum blären wegen einem Problem. Das ist ja unglaublich. Problem mit dem Fotografen. Komm, leck mich doch am Arsch, Mensch! Hier, wir drehen einen Film! Und wir werden dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst, du Idiot! Nein, dann quatsch mich nicht an! Schreiereien wie diese waren allerdings ein wirklicher Schrecken, ein wirkliches Problem für die Indianer, bei denen Konflikte ganz anders gelöst werden. Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du. Das sind die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, scheißegal. Ja? Das weiß ich, dir ist alles scheißegal. Die sind auch die Leute immer scheißegal gewesen. Immer. Bist du mir scheißegal? Immer. Schreierei. Die sind die Leute immer scheißegal gewesen. Gut, denn so blöd kann keiner sein, dass er nicht merkt, dass von diesem Schweinefraß kein Mensch leben kann. So blöd kann keiner sein. Fressen. Da muss man nur ein Arschloch sein, um das zu machen. Muss es ja nicht fressen. Verstehst du? Richtig fressen. Muss, dann fahr ich ab. Ist das Ungeheuer, was der mir erzählt? Ich muss es nicht fressen, sagt er mir. Ich muss es nicht fressen. Ist das zu fassen, sowas? Ist das zu fassen? Komm, lass mal bleiben. Ja, okay. Sag, du sollst das Maul halten. Ja. Komm, dann gib's ja beide mal eine Ruhe, Walter. Gib du eine Ruhe. Ja, aber es bringt ja nichts, diese Schreierei hier. Ja, aber Widerworte und hin und her bringt ja auch nichts. Du bist ja nicht normal, du Idiot. Jeden Tag. Du warst ja Gott sei Dank nie beim Drehen. Wie kannst du sagen, jeden Tag? Komm her, Walter. Einer von euch muss jetzt mal den Nerv haben. Wenn er aufhört, dann hört das Ganze. Ja, komm, dann drehen wir mal auf. Lass hier rumstehen. Kommt. Wir brauchen noch ein bisschen Vorbereitung, Herr Klaus, weil ich möchte vor allem auch mal mit allen Probe machen. So. Klaus, ich würde dir gerne mal, nur dass sich das ein bisschen runtersetzt. Ich würde dir mal zeigen, ungefähr, was wir machen. Komm mal her. An dieser Stelle muss ich die Raupenketten von den Bei den Tobsuchtsanfällen.